Ich sollte auch langsam schlafen gehen. Na, nur wer könnte das noch sein? Ist es vielleicht eine Flanoir 2.0 Begegnung? Hey, und wir können scheinbar raten, wer es denn sein wird. Und das allererste Mal, als ich das gemacht habe, habe ich Carina genommen. Schwachsinn, ich habe Celia genommen. Sie gesteht Carlas ihre Liebe. Also sie ist relativ offen. Ich spoilere das jetzt, ja. Denn ich nehme sie nicht. Dann ist mir aber das Spiel abgestürzt. Wie auch immer ein RPG-Maker-Spiel abstürzen kann. Deswegen habe ich mir gedacht, ah, nehmen wir Carina. Das ist ja auch ganz interessant, die Sache. Aber mir ist da was eingefallen von wegen Flanoir. Und was Kratos betrifft in Tales of. Deswegen will ich jetzt versuchen, Kratos zu kriegen, sozusagen. Mal schauen. Mir egal, ich gehe schlafen. Vielleicht macht's auch gar nichts. Es ist mir Wurst. Mal sehen. Ach, was soll's. Ich habe jetzt keine Lust auf Besucher. Denn nur für jeden... ja, egal. Das Spiel ist schon so alt. Das sollte jeder wissen. Wenn man in... Oh, war es in Flanoir oder irgendein anderes Event... wo dann nacheinander die dich am meisten mögenden Charaktere in dein Zimmer kommen und du jedes Mal das Klopfen ignorieren kannst, sozusagen, bis dann irgendwann mal Kratos reinkommt und man dann einen alternativen Storyzweig sozusagen angehen kann, den ich absolut nicht mag, weil es ist beinhaltet, dass man Zelos tötet. Und wer will das schon? Ich finde den Typ immer noch toll. Psst. Aha, ja, ich wusste es doch. Hm, ich hätte schwören können, gerade etwas gehört zu haben. Ja, wohin führt uns das? Psst, Carlas. Ich kann mir vorstellen, wer das ist. Ich kann mir es vorstellen. Aha. Diese Stimme, das kann nicht sein. Und? Habe ich recht? Habe ich recht? Nein, das sind zwei unbekannte Frauen. Ob ich mir das nur eingebildet habe? Carlas! Du Blindfisch! Aha! Wusste ich doch. Ja genau, lauf hier offen auf der Straße herum. Dich sieht ja auch niemand. Sind ja nicht zwei Zeuginnen direkt dort. Ja gut, die kenne ich ja nicht. Mio. Carlas, ich wusste, du würdest mich hören. Hast ja auch laut genug geschrien. Geflüstert. Da ist so eine Textbox aufgeploppt. Die konnte ich nicht ignorieren. Was machst du hier? Cool, Mio. Carlas, es tut mir so leid. Ich wollte dich nicht verletzen. Ach, jetzt für den Critical Hit entschuldigen, ja? Es ist ein bisschen zu spät. Ja, es war ein Crit. Sowas ist unverzeihlich. Oh Gott, ich hab mir solche Vorwürfe gemacht, oh Carlas. Oh. Da knistert's noch zwischen den beiden. Carlas. Mio, aber warum das alles? Es ist, weil ihr das Teuer zusammensetzt, um die Nacht der Mondlichtsonne zu verhindern. Hä? Achso, zusammensetzt. Um die Nacht der Mondlichtsonne zu verhindern. Deshalb wollte ich euch das Kernstück abjagen. Hättest ja auch mal lang und breit erklären können. Weißt du? Carina hätte das wahrscheinlich nicht interessiert, aber Carlas hätte zugehört. Und jetzt... Jetzt hat das Imperium Colette, das alles hier gerät völlig außer Kontrolle. Oh Carlas, ich kann einfach nicht mehr. Mio, ich bin bei dir. Ich werde dich niemals wieder allein lassen. Aha. Oh Carlas. Carlas, ich muss wieder gehen. Was? Warum? Bleib doch hier bei uns, bei mir. Das würde ich zu gern, aber deine Freunde sind sicher nicht sehr gut auf mich zu sprechen. Da hilft ein bisschen Überzeugungsarbeit mit meinen beiden Freunden. Vernunft und Überzeugungskraft. Meiner rechten und meiner linken. Nicht zu. Und ich muss noch etwas anderes hier in Glashir erledigen. Ich will dich wiedersehen. Ich werde wieder versuchen, dich zu treffen. Oho. Hm. Mio. Aha. Carlas, vergiss bitte niemals, dass ich dich liebe. Mhm. Ohne Truhe. Oh, eine Truhe. Hatten wir das nicht schon mal? Ich hab so ein blödes Déjà-vu. Ich hab... so gut habe ich schon lange nicht mehr geschlafen. Oh mein Gott, es ist Chili. Schon wieder. Die stand aber gestern Abend noch nicht hier. Ob das von Mio ist? Oh, Mio, was machst du nur?
Wie gut, dass wir Shieldy gebannt haben. Denkst du? Sonst müsste ich mich jetzt auf eine richtige Überraschung gefasst machen. Dann mach dich mal auf eine Überraschung gefasst. Dann wollen wir sie mal öffnen. Dann wollen wir sie mal öffnen. War was? Was zur Hölle? Dann wollen wir sie mal öffnen. Das darf doch nicht wahr sein. Dann wollen wir sie mal öffnen. Hey, Kallas, na ausgeschlafen. Die anderen sind schon fertig zum Aufbruch. Wir warten schon eine ganze Weile auf dich. Aber niemand wollte dich wecken. Carina hat etwas von wer weiß, was da passieren könnte und wilder Bestie gemurmelt. So. Ja, mit wilder Bestie hat sie natürlich sich selbst referenziert. Na, nur diese Truhe dort oben. Ich spüre ungewöhnlich viel magische Energie von ihr ausgehen. Hast du deine magischen Fähigkeiten trainiert oder wie ist sie da hochgekommen? Natürlich, weißt du nicht? Letztens, da habe ich Wasserfalle Stufe 2 eingesetzt oder irgend sowas. Oder hab's zumindest versucht. Sie ist von ganz allein dort hochgesprungen, ich schwöre es dir. Ernsthaft? Hey, ich glaube, ich weiß, was hier vor sich geht. Das ist sicherlich... Eine verdammt schnell wegspringende Truhe. Hinterher! Schnell, hinterher! Kallas, warte! Was ist los? Von der Truhe sind ungewöhnlich viele magische Schwingungen ausgegangen. Fast als wenn ein Spirit seine Finger im Spiel hätte. Es ist Mirror, der sich als Truhe verkleidet. Nicht ganz. Moment, das haben wir gleich. Es ist Jump, der Spirit der Energie! Juhu! Jump, hm? Haben wir eine Chance, es so zu erwischen? Das Ding war unheimlich schnell. Uns bleibt keine andere Wahl. Wir müssen es jagen, bis ihm die Energie ausgeht. Was beim Spirit der Energie sicherlich eine ganze Zeit lang dauern könnte. Wie sollen wir die Truhe wieder aufspüren? Sie können jetzt schon sonst wo sein. Fragen wir einfach die Dorfbewohner. Glaubst du wirklich, das bringt uns weiter? Nein. Naja, eine hüpfende Truhe wird sicher jemandem im Gedächtnis geblieben sein. Da könntest du recht haben. Na gut, los geht's. Auf! Du hast ein Geheimnis gefunden. Tatsächlich, Geheimnis einer Beziehung. Sie liebt mich, sie liebt mich nicht, sie liebt mich, sie liebt mich nicht. Ein Geheimnis für all jene, welche die Zuneigung eines Mädchens für sich gewonnen haben. Hey du, mach dir das ja nicht wieder kaputt. Ja. Ob das jetzt so ein Geheimnis ist? Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es nichts mit der Zuneigung der Mädels zu tun hat. Dieses Event überhaupt zu bekommen. Also ich glaube nicht, dass es möglich ist, hier, dass keins der Mädels auftaucht. Wäre natürlich irgendwo witzig. Wir mögen dich alle nicht. Tschüss, Kallas. So, ich suche jemanden Bestimmtes. Und den suche ich jetzt zuerst, diesen jemanden Bestimmtes, bevor ich hier irgendwelche Dorfbewohner befrage. Und ja, dann melde ich mich gleich zurück. Okay, ganz offensichtlich ist Skull zurzeit ausgeflogen. Dann muss ich also später die Augen nachher offen halten. Derweil habe ich schon mal das Haus gesucht, in dem sich Jump rumtreibt, zumindest zur Zeit. Ich nehme mal an, dass er wieder weghüpft, oder? Los, schnapp mir sonst. Natürlich, ja, na klar. Ach Leute, das ist so... Oh, das bringt doch nichts. Verdammt, sie entkommt uns. Sie ist einfach viel zu schnell. Minerva, tu was. Nein, warte, wir brauchen dich, Colette. Ohne dich schaffen wir es vielleicht nicht, sie zu befreien. Also, warte. Stopp! Was war das? Ich hatte gerade ein ganz unheimliches Gefühl. Wie als wäre die finsterste Finsternis, die überhaupt in Finsternis entstehen könnte und diese noch mit verdammt viel Böse angereichert durch meinen Rückenmark gefahren und hätte meine Lungen zerquetscht. Ja, genau so hat sich das angefühlt. Ich habe es auch gefühlt. Jump bewegt sich nicht mehr. Schnell, Celia, das ist die Chance. Ja, genau. Ah, endlich. Haben wir den kleinen Hüpfgummi eingefangen. Das kleine, süße Hoppelhäschen. Ist er nicht putzig. Und ein Smaragd. Für die Energie. Klingt wie Abwasserkanäle. Wir haben es geschafft. Wir haben Jump. Kein Kommentar von ihrer Mutter? Hey, habt ihr das auch gespürt? Ich fühle mich eben kurz wie gelähmt, richtig unheimlich. Ach was. Ja, ich fühle mich immer noch etwas komisch.
ob Jump auch kurzzeitig gelähmt wurde und deshalb nicht geflohen ist? Minerva hat überhaupt keine super creepy Kraft eingesetzt oder so. Hm. Habe ich etwas getan? Ich wollte es nur aufhalten. Colette, was geht hier vor? Was, wenn so etwas wieder geschieht? Was, wenn ich sie alle dadurch verletze? Carlos und die anderen... Na, die anderen sind mir egal. No. Ist sie nicht lieb, unsere Karina? Wenn sie nicht gerade eine Furie oder Bestie ist, dann ist sie doch ganz lieb. Du trägst keine Schuld für nichts von all dem. Karina. Hat Karina gerade wirklich jemanden umarmt? Wer bist du? Welche Aliens haben dich entführt? Oh mein Gott, die Welt wird untergehen. Ich fass es nicht. Ich muss hier raus. Man umarmt eben gerne die Menschen, die man mag. Das ist keine Frage von mögen oder nicht mögen. Eben. Also irgendwie schon. Im Grunde bist du eine ganz Liebe. Du gibst es nur nicht zu. Dir röste ich gleich ganz lieb deinen Hintern. Dir brenne ich gleich ganz lieb auf deine Stirn. Aber falsch geschrieben, sodass es peinlich ist. Nachdem wir nun alle Karina von ihrer fürsorglichen Seite kennengelernt haben, können wir ja zum Siegel gehen. Yay! Celia lässt wirklich kein Seiten-E-Boss. Sie sind weg, dann wollen wir mal. Geschenk des Herzens erhalten. Was das ist, das wird wohl Carlas Geheimnis bleiben. Wir werden es wohl niemals erfahren. Von Mio, was er dabei bekommen hat, ich tippe ja auf ein Nintendo DS. Mit Töte Alex. So. Aha. Schau mal, wer da steht. Ich hoffe mal, ich habe nicht ein was verpasst. Carlos, du bist. Na, hast du Celia meinen Gruß ausgerichtet? Nein. Und wer bist du? Was ist los? Ich hab's vergessen. Du bist ziemlich vergesslich, oder? Nein, er ist nur ein Carlos. Nein, überhaupt nicht. Du bekommst gerade total den falschen Eindruck von mir. Ich glaube eher, ich bekomme gerade genau den richtigen Eindruck von dir. Ja, stimmt. Naja, ich muss mich jetzt wieder um meine Pflichten kümmern. In den Brunnen starren? Pass auf, da wohnen, gruselige Mädchen teilweise. Ja. Du siehst fast aus wie so eine. Ja, lange schwarze Haare. Und so. Da bringt auch keine Göttin in Ausbildung was. Was machst du da? Ich fülle den Brunnen wieder mit Wasser. Wir bewahren nie wirklich viel darin auf, da er sonst sofort erfrieren würde. Zufrieren natürlich. Der Brunnen würde nicht erfrieren. Wahrscheinlich doch. Deswegen wickle ich ihn ständig in Wolldecken ein, damit ihm nicht zu kalt wird. Verstehe. Wenn ihr Mirror auf die Spur kommt, gebt mir Bescheid. Ich schulde Celia noch einen Gefallen und würde bei seinem Band gerne behilflich sein. Genau darauf wollen wir nämlich hinaus. Ist gebongt, bis später dann. Also sobald wir wissen, wo Mirror ist. Gerne nochmal vorbeikommen. Okay. Mach's gut. Ja, man muss mit ihr dreimal reden. Ich glaube dreimal. Dann war das jetzt das zweite Mal. Okay, das soll's jetzt gewesen sein. Es ist schon spät und ich werde mich mal in die Falle begeben. Das solltet ihr auch tun. Oder auch nicht, je nachdem, wann ihr das anschaut. Ja, das war jetzt einiges. Das war Quell-Event. Das wird sein, YouTube sperrt mein Video wegen Indecency-Claims. Wie auch immer die Nachricht dann in Deutsch heißen wird. Ich weiß gar nicht, was meine YouTube-Sprache zurzeit ist. Ah, ist ja Wurst. Das war Glashia, das war, ich nehme weder Colette noch Genis noch Sheena noch Brescia, sondern Kratos. Flanoir 2.0. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal, wenn wir dann Mirror jagen und so langsam auf das Ende der zweiten Demo zusteuern.